Lieben, ich bin Saida und freue mich heute unheimlich, euch ein neues Produkt vorzustellen, das seit kurzem unser Sortiment bereichert. Viele von euch wissen, dass wir unsere Produkte auf eine besondere Weise vorstellen, und zwar durch Videos und Nailart-Anleitungen, weil wir der Meinung sind, besser einmal gezeigt als tausendmal erklärt. Daher, ohne viel zu erklären, würde ich vorschlagen, wir legen gleich los, denn es gibt viel zu sehen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Das Produkt, um das es hier geht, und zwar Creamy Paint Color Gel, bringt einiges mit sich. Deswegen möchte ich euch erstmal seine Eigenschaften vorstellen, bevor es mit den Nail Art Anleitungen weitergeht. Was zeichnet also diese Gele aus, abgesehen von der Leuchtkraft und der edlen Optik? Zum einen ist es ihre hohe Deckkraft durch starke Pigmentierung, ob Full Cover, feine Malerei, Babyboomer in Tupftechnik oder aber auch French sind kein Problem für diese Gele. Aber nicht nur reguläre Farben, sondern auch Creamy Paint Glitzer Gele sind stark mit hochwertigstem Glitzer besetzt, so dass sie hervorragend für alles, was man sich mit Glitzer auf dem Nagel vorstellen kann, geeignet sind. Mit viel mehr Spaß kann man mit diesen Gelen auch sehr feine Verzierungen gestalten, wie zum Beispiel Glitzer Smileline. Ein leidiges Thema, zumindest für mich früher. Kommt eine Kundin und sagt, heute will ich nichts Aufwendiges, nur einen dünnen Glitzerstreifen um Smileline herum. Ich dachte in diesem Moment, wenn sie nur wüsste. Und dann schwitzte ich. Hätte ich so ein tolles Glitzergel, wäre ich im Nu mit dieser Aufgabe fertig. Noch eine tolle Eigenschaft von Creamy Paint Color Gel ist, es gibt kein lästiges Kriechen aus dem Tiegel mehr. Die Gele sind standfest, da läuft nichts aus dabei, egal wie man den Tiegel dreht. Da Creamy Paint Color Gel keine oder kaum vorhandene Schwitzschicht haben, sind sie hervorragend auch für feine Verzierungen mit Chrompudern geeignet. Die Gele sind sowohl für UV als auch für LED-Licht geeignet. Die Härtezeiten sind die üblichen, 120 Sekunden in einer UV-Lampe und 30 bis 60 Sekunden in einer LED-Lampe, je nach Leistungsstärke der Lampe. Und ein letztes Detail, das zu erwähnen wäre, ist die Menge. Creamy Paint Color Gele bieten wir in 10 ml Abfüllung. Im Moment bieten wir 24 Farben an, auch als Spaßset inklusive einer LED-Lampe. Wir haben es aber auf jeden Fall vor, die Farbpalette der Creamy Paint Color Gele zu erweitern. Vielleicht schreibt ihr eure Wunschfarben in den Kommentaren. Gerne nehmen wir uns eure Anregungen zu Herzen. Als allererstes möchte ich euch die Deckkraft und die Ergiebigkeit der Creamy Paint Color Gele zeigen, und es funktioniert am besten mit Full Cover. Ich habe hier einen fertig modellierten Nagel. Die Modellage des Nagels selbst hat zwar mit dem eigentlichen Thema des Videos nichts zu tun, aber da ich so oft gefragt werde, wie und mit was ich modelliere, zeige ich euch einmal im Schnelllauf, wie dieser Nagel entstanden ist. Alles ziemlich selbsterklärend. Erst wird das Haftgel Megahaft einmassiert und gehärtet. Danach folgt die Verlängerung mit Sculpture Pastel auf Schablone. Hier könnte man auch Sculpture Clear nehmen, was im Grunde genommen dasselbe ist wie Sculpture Pastel, ist aber kristallklar. Nach der Verlängerung wird in einer Schicht ebenso mit Sculpture Pastel modelliert. Beide Gele unserer Premium Line Serie sind Thixotrop, lassen sich also wunderbar modellieren, sodass danach kaum Feilarbeit fällig ist, vor allem beim Auffüllen. Der ausgehärtete Nagel wird in Form befeilt. Und ist jetzt einsatzbereit. Legen wir also los, und zwar mit der meistgefragtesten Farbe, wenn es um Fullcover geht, und das ist natürlich klassisches Rot. Für die Kollektion der Creamy Paint Color Gele haben wir für euch dieses wunderschöne Rot ausgewählt. Das ist die Nummer 12. Das ist echt cool. Ich kann den offenen Tiegel umdrehen, ohne Angst zu haben, dass da was ausläuft. Für Fullcover generell nehme ich sehr gerne unseren Fullcover Pinsel her. Größe 6, echt H. Kolinsky, sehr weich, was ein streifenfreies Auftragen wesentlich erleichtert.
Ich nehme nur ein wenig auf dem Pinsel auf. Ihr werdet jetzt sehen, dass es wirklich mehr als genug ist. Und guckt euch bitte an, wie deckend und ergiebig Creamy Paint Color Gele sind. In einer Schicht mit einer kleinen Menge von Gel haben wir dieses perfekte Ergebnis. Ich höre gerade manche von euch sagen, ach, rot kann jeder. Zeigen Sie lieber eine helle Farbe, zum Beispiel Nude Full Cover. Albtraum mancher Nagelfeen. Nun, ich gehe fast davon aus, dass ihr es gezeigt bekommen wollt und das will ich euch unheimlich gerne zeigen. Und zwar mit einer nicht weniger gefragten Fullcover-Farbe Nude, die bei uns die Nummer 16 ist. Wieder derselbe Nagel, dieselbe Vorgehensweise. Und dasselbe perfekte Ergebnis in wenigen Schritten, nur jetzt in wunderschön dezenten Nude-Ton. Und wenn wir schon bei Fullcover sind, möchte ich euch kurz zeigen, wie sich unsere Glitzergele der Creamy Paint Kollektion bei Fullcover verhalten. Hier Silberglitzer Nummer 3. Für Glitzergele empfehle ich euch einen separaten Fullcover-Pinsel anzulegen, weil man den Glitzer aus dem Pinsel nur mit viel Mühe wieder rausbekommt, wenn man den für eine Farbe ohne Glitzer wieder benutzen möchte. Ihr seht auch super deckend, so dass man in einer Schicht diesen tollen Glitzernagel hat. Aus dem man mit ein paar zusätzlichen Linien in Schwarz in wenigen Schritten einen Schmucknagel erstellen kann. Mit Quick Finish Glossy ohne Schwitzschicht versiegeln. Und fertig ist er. Zusammen mit anderen Nägeln könnte es dann so aussehen. Außer Schwarz und Silber habe ich für dieses Design noch Creamy Paint Color Gel Grau Nummer 06 gebraucht. Um beim Glitzer zu bleiben, möchte ich euch gerne weitere Glitzer Nail Art Ideen zeigen. Den Nagel kennt ihr bereits. Die weiße Fläche arbeite ich mit Gel-Lack Nummer 2. Als nächstes werde ich Creamy Paint Color Gel Nummer 06 Grau brauchen. Ich lege einen Klecks davon auf den Farbmischblock ab. Und mit einem der Nail Art Pinsel male ich auf der bereits ausgehärteten weißen Oberfläche graue Flecken auf. Wenn ich fertig bin, muss der Nagel kurz unter die Lampe. Jetzt kommt Creamy Paint Color Gel Schwarz zum Einsatz, das ist bei uns die Nummer 01. Und nach umrande ich erst mit dem Nail Art Pinsel die grauen Flecken. Und mit dem dünnen Schlepperpinsel male ich erst eine dickere Linie entlang der weißen Fläche. In diesem Video seht ihr übrigens den Pinsel mit 8 mm Haarlänge. Den heiß begehrten Schlepperpinsel findet ihr bei uns aber auch mit 12 mm Haarlänge. Und dann mit ein wenig Abstand eine zweite dünne Linie. Guckt euch bitte an, wie man mit diesem Gel hauchdünne und dennoch kräftige Linien ziehen kann.
und der Nagel geht wieder kurz sonnen. Abschließend kommt wieder unser Glitzergel-Silber zum Einsatz. Dieses Mal nehme ich es mit dem Schlepperpinsel direkt aus dem Tiegel heraus. Diese Vorgehensweise ist mit den standfesten Gelen kein Problem, es bleibt alles auf den langen Borsten gut verteilt. Und schließe damit mein tierisches Design ab. Jetzt nur noch mit Quick Finish Glossy versiegeln. Der Glitzer ist so fein und deckend, dass keine Hubel dadurch entstehen. Das Einzige, was ich hier glatt ziehen muss, sind die Leo-Flecken. Das ist aber mit unserem Quick Finish Glossy kein Problem. Und fertig. Auf dem Übungsfinger habe ich das Design direkt auf dem nackten, befeilten Nagel gemalt. Auf dem Bild jedoch seht ihr nun die Nägel, die erst mit Full Cover in Nude Tone Nummer 16 versehen wurden, so wie ich es euch vorhin gezeigt habe. Welche Variante bevorzugt ihr? Und noch ein paar Anregungen für euch mit Glitzer-Highlights im Schnelllauf. Was ich kaum abwarten kann, euch als nächstes zu zeigen, ist, wie schnell so ein cooler Farbverlauf mit Creamy Paint Color Gain entsteht. Der Nagel ist hier bereits fertig modelliert und gefeilt. Für den Farbverlauf brauche ich zum ersten dieses Wahnsinnspink, das ist Creamy Paint Color Gain Nummer 11. Mit dem Full Cover Pinsel nehme ich nur so viel davon auf, mehr brauche ich nicht. Und trage es ein bisschen über die Hälfte des Nagels auf. Damit es nachher perfekt aussieht, brauche ich diesen Malpinsel, den ich gerne für viele Zwecke hernehme. Der feine Borsten hilft mir, das Gel sauber neben der Nagelhaut zu verteilen. Und sein weiches Haar hilft mir, die Farbe schön verlaufend auszusehen. Mit diesem Pinsel sind es nur ein paar Bewegungen nötig, bis es so wird, wie ich es brauche. Und der Nagel kann unter die Lampe. Währenddessen zeige ich euch diese Hammerfarbe Creamy Paint Color Gel
Lila Nummer 10, die zusammen mit Pink für einen wunderschönen Farbverlauf sorgen wird. Die Vorgehensweise ist dieselbe wie mit Pink. Ein wenig Farbe wird mit dem Full-Cover-Pinsel auf die andere Hälfte des Nagels aufgetragen, nachdem Pink schon hart geworden ist. Und auch hier helfe ich mit dem Malpinsel nach, damit es auch am Nagelrand sauber bleibt. Und auch für den Übergang zwischen zwei Farben. Farbverläufe von links nach rechts oder andersrum sind schon eine tolle Sache, denn die kann man auf den kürzesten Nägel ausführen und sie auf diese Weise optisch länger aussehen lassen. Eigentlich jetzt schon nicht schlecht, aber es könnte noch besser sein, deswegen mit der winzigen Menge Pink perfektioniere ich den Übergang, indem ich es noch weicher wirken lasse. Da die Farben sehr deckend sind, reicht wirklich nur eine dünne Schicht von jeder Farbe. Und fertig ist unser wunderschöner Verlauf. Und eigentlich könnten wir es so versiegeln und glänzen lassen, aber für alle Glitzersüchtigen unter uns habe ich eine Zusatzoption. Dafür brauche ich unseren Quick Finish Ultra Matt. Der ist ohne Schwitzschicht und ist perfekt für den Glitzerabschluss geeignet, den ich euch zeigen möchte. Und ich brauche super funkelndes, feines Glitzerpuder wie eins unserer lichtreflektierenden Glitzerpuder, in dem Fall Gold. Ultramatt wird auf den Nagel in einer dünnen Schicht aufgetragen. Danach nehme ich ein wenig Glitzer und streue es sehr sparsam direkt auf die nasse Schicht von Ultramatt. Ich mache das sehr vorsichtig, weil ich den wunderschönen Farbverlauf mit dem Glitzer nicht überladen möchte, sondern diesen nur leicht schimmern lassen möchte. Und jetzt kann der Nagel ein letztes Mal gehärtet werden. So sieht mein Nagel nach der Lampe aus. Und so wirkt dieser matte Glitzerverlauf auf den Händen. Ich finde, es sieht wunderschön aus, wenn die kleinen Glitzerteilchen so schön dezent auf dem matten Farbverlauf funkeln. Weil Creamy Paint Color Gele so standfest und gut deckend sind, möchte ich euch auf diesem Nagel zeigen, wie man damit Babyboomer machen könnte. Die komplette Anleitung zu diesem Nagel findet ihr, wenn ihr auf den Link oben rechts auf dem Bildschirm klickt oder in der Auflistung unserer Videos auf YouTube. Für Babyboomer in Pink brauche ich wieder unser leuchtendes Pink Nummer 11 und zwar ein wenig davon auf dem Farbmischblock. Und ein kleines Stück eines guten weichen Schwamms, mit dem ich winzige Menge Pink vom Farbmischblock aufnehme. Mit dem Schwämmchen tupfe ich das Creamy Paint Color Gel auf den Nagel auf, beginnend mit der Spitze des Nagels, wo es kräftiger sein darf, und lasse es zur Nagelhaut hin schön sanft verlaufen. Mehr ist hier nicht zu tun. Jetzt nur noch mit dem Quick Finish Glosse versiegeln. Natürlich, nachdem unser Babyboomer unter der Lampe war. Und fertig ist unser Schmucknagel. Und weil Paint malen bedeutet, möchte ich nun mit diesen tollen Gelen auch etwas malen. Und zwar einige der beliebtesten Elemente, wenn es um Malerei geht, Blätter und Blümchen. Hier wieder unser Full-Cover-Nagel. Übrigens, wenn ihr Nägel mit Sculpture-Pastell modelliert, der ja auf dem Nagel eher milchig wirkt, kann man direkt auf dem fertig modellierten Nagel malen. Diese Art Malerei wirkt auch ohne farbigen Untergrund in Nude wunderschön. Zuerst habe ich vor, mit Creamy Paint Color Gel Nummer 01 alle schwarzen Elemente aufzumalen. Auf dem Farbmischblock lege ich wieder einen Klecks Schwarz ab und mit dem Schlepperpinsel ziehe ich zwei feine Linien. Mit einem der Nail Art Pinsel male ich gleich danach diese schwarzen Flecken auf. Ich weiß nicht, welchem Tierfell sind sie entsprungen, aber irgendwas Animalisches ist es auf jeden Fall. Mir fällt gerade auf, dass das ganze Video dieses Mal von tierischen Elementen geprägt ist. Aber irgendwie kommen sie immer gut an und sind immer im Trend, in welcher Form auch immer. Nach den Flecken einmal kurz härten und weiter geht's mit dem goldenen Glitter, den ihr schon kennt. Und zwar Creamy Paint Color Gel Nummer 04. Mit dem Schlepperpinsel nehme ich es direkt aus dem Tiegel heraus und fülle nur die Fläche zwischen den zwei Linien aus. Und jetzt wird's grün. Creamy Paint Color Gel Nummer 22 ist ein wunderschönes Blattgrün, das jeder besitzen muss, der gerne Blümchenblätter malt. Mit dem Schlepperpinsel male ich meine Blätter so auf, wie ich es mir vorstelle.
Aber im Grunde genommen ist die Form und Position der Blätter jedem selbst überlassen. Wichtig ist, wie bei allem, was wir malen, dass es am Ende harmonisch wirkt. Wenn ich fertig bin, härte ich die Blätter kurz an. Und um den Blättern ein wenig Leben einzuhauchen, benötige ich zum einen diese wunderschöne olivgrüne Farbe. Das ist Creamy Paint Color Gel Nummer 21, die übrigens auch als Full Cover gerade total im Trend ist. Und zum anderen ein schönes Gelb. Das ist bei uns die Nummer 23. Und ein super deckendes Weiß, das ist Creamy Paint Color Gel Nummer 02, und zwar einen Mini-Klecks davon. Und mit allen Farben, die ich auf meinem Farbmischblock vorbereitet habe, schattiere ich nun die Blätter. Und umrande sie so zart wie nur möglich, bis sie auf mich lebendiger wirken. Danach fixiere ich das Gemalte unter der Lampe und versiegle den Nagel wie immer mit dem Quick Finish Glossy. Und je nach Geschmack bleiben wir entweder bei einem oder zwei bemalten Schmucknägeln oder wir malen alle Nägel und es wäre dann die Variante. Blümchen werde ich auf einem Glitzernagel malen, der aus einem unserer Glitteraufbaugel entstanden ist. Hier seht ihr die Modellage des Nagels im Schnelllauf. Wie ihr sehen könnt, sind diese Aufbaugele mit extrem viel Glitterflakes versehen, deswegen achtet bitte darauf, dass das Gel in einer guten Lampe gut durchhärtet, am besten mit LED-Licht und am besten einen Tick länger als üblich. Auch bei unseren Glitteraufbaugelen handelt es sich um thixotrope Gele, also total angenehm im Modellieren und im Fallen. Nun ist der Nagel einsatzbereit und es kann mit den Blümchen weitergehen. Dieses Mal lege ich gleich kleine Klecks von allen Farben auf meinen Mischblock ab, die ich brauche. Es sind Creamy Paint Color Gel in Farben Weiß Nummer 02, Pink Nummer 11, Grün Nummer 22 und Olivgrün Nummer 21. Für Blümchen brauche ich wieder meinen lilanen Malpinsel, mit dem ich die Blumen im Schnellzug aufmale, ohne großartig auf die perfekte Form der Blumenblätter zu achten. Was ihr hier seht, ist eine schnelle Blümchenvariante, aber gerade bei Blumen und Blättern kann man so viele verschiedene Kompositionen kreieren. Hier ist eure Fantasie, Geduld und Zeit gefragt. Mit Creamy Paint Color Gel in unserem Sortiment kommen von mir bestimmt noch mehr blumige Videos in Zukunft, denn es macht einfach unheimlich Spaß damit zu malen. Und gleich danach kommt schon die pinke Farbe dazu und zwar eine winzige Menge davon. Durch die wenigen Striche über die weiße Farbe sehen die Blüten gleich lebendiger aus. Nach Pink lasse ich die Blümchen aushärten bzw. kurz anhärten. Mit Grün geht es weiter. Auf dieselbe Weise male ich ein paar grüne Blätter auf. Ein bisschen Olivgrün lässt die Blätter echter wirken. Diesen Schritt bitte wieder unter der Lampe fixieren. Den Schlepperpinsel brauchen wir nur, wenn wir die Blätter umranden möchten. Muss nicht sein, aber um euch den Unterschied zwischen beiden Varianten zu zeigen, mache ich das mal. Mit dem Spotty setze ich noch mit Weiß Punkte in die Mitte der Blümchen. Oder man könnte hier auch Steinchen setzen, auch das ist eine Geschmackssache. Ein letztes Mal geht der Nagel unter die Lampe, bevor der auch dieses Mal mit Quick Finish Glossy versiegelt wird. Das wäre nun eine schnelle Variante der Blümchenmalerei. Aber wie schon vorhin erwähnt, auch für aufwendigere Blümchen und Blätter sind Creamy Paint Color Gel wunderbar geeignet.
Ich könnte dieses Video ewig drehen, aber irgendwann muss es auch ein Ende geben. Deswegen ein letztes Design von mir, an dem ich euch zeigen möchte, wie gut Creamy Paint Color Gele auch für Chrommalerei geeignet sind. Hier werde ich einen schwarzen Fullcover-Nagel brauchen. Ihr habt hier übrigens die Wahl, entweder macht ihr Fullcover mit dem Creamy Paint Color Gel oder mit dem Gellack. Es bleibt jedem selbst überlassen, welche Vorgehensweise man bevorzugt. Aber egal für welches Produkt ihr in dem Fall entscheidet, vergesst bitte nicht immer hauchdünn arbeiten, damit Schwarz gut durchhärtet. Bevor es mit Malerei losgehen kann, versiegle ich den Nagel erst mit Quick Finish Glossy. Warum ich das gemacht habe? Weil ich den Nagel anschließend mit einem Buffer mattieren möchte. Und ohne vorherige Versiegelung würde ich beim Buffern womöglich die schwarze Schicht beschädigen, die wirklich sehr dünn ist. Ein Tipp von mir, nehmt hierfür lieber einen alten Buffer, damit die Mattierung fein bleibt. Wie ihr seht, der Nagel ist gründlich mattiert und alles an seinem Platz geblieben. Für die Malerei auf dem dunklen Nagel ist natürlich Weiß am besten geeignet. Ein kleiner Klecks davon auf meinem Mischblock reicht vollkommen. Und mit dem kleinsten der Nail Art Pinsel, den ihr schon kennt, nehme ich ganz wenig davon auf die Spitze. Und lege los mit meinem Muster. Die Farbe ist sehr deckend und wirklich sehr ergiebig. Ich male erst grob die Umrisse, ehrlich gesagt ohne viel Gedanken dabei zu machen, welche Richtung der Pinsel führen soll. Diese Netzmalerei ist immer ein Unikat, weil es immer anders wird, aber irgendwie funktioniert es immer. Und dann, wenn es einigermaßen passt, spure ich alle Linien nach und runde alle Ecken ab. Eine Möglichkeit wäre, die Malerei über die Hälfte des Nagels zu lassen. Und die andere Möglichkeit ist, wenn der Nagel komplett mit dem Muster versehen ist. Hier entscheidet wieder der Zeit-Lust-Faktor. Danach geht der Nagel unter die Lampe. Für den Chrom-Effekt habe ich mich für das Super Chrom-Puder Nummer 04 Rosé Gold entschieden, das ich nun bedenkenlos über den ganzen Nagel einmassiere. Auch wenn es jetzt auf den ersten Blick so aussieht, dass ich jetzt die ganze Arbeit ruiniere, keine Sorge. Deswegen habe ich ja den Nagel vorhin gründlich vorbereitet, damit das Puder genau dort haftet, wo ich es brauche. Nachdem das Puder eingearbeitet ist, bürste ich mit nicht allzu harten Bürste den Überschuss weg. Puder bleibt nur auf Weiß haften und der restliche Nagel wird schön sauber. Bleibt nur der letzte Schritt und der ist wie fast immer die Versiegelung mit Quick Finish Glossy. Und fertig bin ich. Für den kleinen Finger übrigens, der komplett verchromt ist, habe ich unseren Basecoat für Chrompuder verwendet, der genau für diesen Zweck hergestellt wird. Einfach den fertig modellierten Nagel damit überziehen oder glatt ziehen, je nachdem, ob kleine Unebenheiten auf dem Nagel vorhanden sind oder eben nicht. Danach wird der Nagel gehärtet und das Superchrompuder gründlich auf den Nagel einmassiert. Und ich übertreibe wirklich nicht, wenn ich sage, dass der Name des Puders für sich spricht. Dieses Puder ist wirklich super chrom. Mit dem Quick Finish Glossy den Nagel schön satt versiegeln und erst danach den Finger säubern. Fertig ist der perfekt verchromte Nagel. Zum Schluss noch zwei weitere Inspirationen für euch mit Chrommalerei. Zum einen ein sehr edles, ein bisschen aufwendigeres Design in Nude-Grautönen. Für dieses Design habe ich folgende Produkte aus unserem Sortiment verwendet. Fullcover habe ich mit den Gellacken Nummer 76 und Nummer 78 gemacht. Für Schnörkel auf dem hellen Untergrund habe ich für besseren Kontrast das Creamy Paint Color Gel in Schwarz genommen. Und für den Chrom-Effekt war Super Chrom-Puder Silber zuständig. Oder ein etwas einfacheres Design, wo man sehen kann, dass man nach diesem Prinzip auf den Nägeln auch was Schönes schreiben kann. Diese schöne Nude-Farbe ist unser Gellack Nummer 66. Das Wort Love habe ich mit Creamy Paint Color Gel schwarz geschrieben und für den Chrom-Effekt habe ich mich in dem Fall für den Super Chrom-Puder Bronze entschieden. Die Nägel wurden in dem Fall mit unseren schwitzschichtfreien Versieglern Ultramatt oder Glimmer für den dezenten Schimmereffekt versiegelt. Meine Lieben, nun sind wir am Ende eines langen Videos. Schön, dass ihr bis hierhin geschafft habt. Um es euch einfacher zu machen, haben wir Produkte zu jedem Design aus dem Video in der Infobox aufgelistet und verlinkt. Es würde mich und mein Team, das an diesem Video mit mir zusammengearbeitet hat, sehr freuen, wenn ihr uns eure Meinungen zum Video oder einfach einen Gruß in eurer Sprache als Kommentar hinterlasst.
Eure Kommentare und Likes sind das, was uns motiviert, weiterzumachen und uns hilft, besser zu werden. Vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal.